Noch heute das Intro ein bisschen kürzer und abgebrochen an der Stelle, weil Dinge passiert sind wie das. Genau, die jetzt nämlich gerade dabei sind, unser Schiff zu zerlegen. Faszinierenderweise. Die aber zum Glück, glaube ich, nah genug dran sind. Die tauchten jetzt auch einfach so auf. Ne? Also einfach so, bam, waren sie da. Das ist faszinierend. Vor allen Dingen, weil ich wieder mal keine Chance habe, irgendwas zu tun. Ah, die Geschütze schießen halt nicht. Der steckt hier im Boden. Toll, er hat sich jetzt wieder erholt. Macht wieder weiter. Scheiße, Mann. Das ist perfekt. Wenn ich jetzt nur schneller wäre, ne? Jetzt hat er ein Problem. Jetzt ist es schwierig, ne? Genau. Anstatt dann Ruhe zu bewahren, ja? Nein, da dreht das Ding total frei. Faszinierend. Denn ich kriege ihn. Der hat so viel Reaktorkomponenten und sowas dabei. Mega gut, das könnte mich retten. Ja, okay, gehen wir zurück. Gucken wir mal, was wir noch so finden.
Das wäre halt ein Jetpack echt super, ne? Aber egal. Guck mal, was von unserem Schiff übrig geblieben ist und von unserem. Ich muss vielleicht die Waffen kurz bemannen. Vielleicht haben wir Glück und die sind noch aktiv. Da brennt es gut. Ja, dann fahren wir gleich rüber. Wir packen noch ein bisschen Repair-System an den Truck dran. Und dann, wobei, dann könnten wir lieber so einen kleinen bauen, mit dem wir dann da losfahren. Ja, das wäre auch eine Option. Er sieht noch relativ gut intakt aus, ne? Das wundert mich jetzt eigentlich total. So, und jetzt ist wieder das Problem mit der doofen Steuerung. Na komm schon los, nachladen. Hallo. Lad doch nach. Was ist denn das? Anscheinend ja. Boah, ist das mies. Keine Munition. Super. Warte. Ich würde gerne die kontrollieren und nicht den Control-Mode ändern. Hier Control. Wo ist es denn jetzt? Ah! Ist halt zu klein, ne? Ja. Schneller nachladen. Dass es gegen dieses kleine Ding gar nicht so viel bringt, wie man denkt. Dann überlassen wir dem Geschütz das jetzt. Das zu regeln. Ich hole mir jetzt erstmal meine Sachen wieder. So. Was hat es jetzt davon? Ich frage mich auch, warum es alles aktiviert hat. Das ist voll eigenartig. Ah. Und Build and Repair sollte eigentlich alles abbauen. Ja, eigentlich schon. Interessant. Egal. So, ich brauche jetzt erstmal meine Sachen wieder. Die müssten ja hier eigentlich irgendwo sein. Genau da. Sehr schön. Das brauche ich, das brauche ich. Das brauche ich nicht, aber Stahlplatten wäre nicht schlecht. Dann sollte ich mich vielleicht mal kurz in die Kapsel legen. Um Schlaf zu bekommen. Genau, so in der Richtung. Wunderbärchenhaft. Die Teile hole ich mir jetzt auch noch oder lieber nicht? Jetzt liegt er halt gerade da. Es wäre perfekt. Aber der andere wird garantiert. Also der andere ist ja auch kurz einmal gecrashed. Das wird sich jetzt da nicht verändern.
halt so mega weite Wege zu Fuß, ne? Der geht da runter. Okay, was hat er hier verloren? Irgendwas Interessantes? Nee. Wir folgen ihm jetzt ja praktisch immer wieder, weil er Kleinstteile dort verliert. In der Hoffnung, dass es so wie bei dem anderen ist, dass wir irgendwann rankommen, um vielleicht das ein oder andere Triebwerk zu deaktivieren, damit er denn dann abstürzt. Lauf nur weg, du kannst mir nicht entkommen. Oh nein, echt jetzt? Das wird ja eh gleich wieder zurückkommen. Spätestens wenn es umdreht. Ich renne schon mal in die Richtung. Ja, guck mal da, da geht es nämlich jetzt runter. Unsinnige Aktion von dem Ding. Ah, haben wir es doch. Schrecklich. Da musst du dann erst wieder Gewalt anwenden, um sie zur Besendung zu bekommen, ne? Naja gut, dafür sind es dann halt NPCs. Ziemlich weit weg. Ja, wir müssen wirklich gleich mit dem Rover irgendwie durch die Gegend fahren. Ja, das kriegen wir auch sicher noch hin. Dann würde ich, glaube ich, jetzt erstmal kurz durch die Gegend fahren und dann den Bohrer gleich fertigstellen, damit wir schnell diese Dinger einsammeln können. Weil die Teile könnten uns durchaus doch auch behilflich sein beim Bau des Rovers und weiterer Sachen, die wir brauchen. Gerade jetzt, wo so viel beschädigt wurde. Was mich so ein bisschen wundert, dass die Triebwerke an sind. Und das ist etwas, was ich gerade echt eigentümlich finde. Denn die hatten wir. Oder habe ich den falschen Knopf gedrückt? Das kann natürlich auch sein. Na egal, nicht so wild. Was soll's? Ja. Ich werde jetzt einfach, beurteilt mich nicht dafür, notdürftig hier vorne, ohne dass viel kleiner Radatsch oder sowas ist, ein Cockpit dran klatschen. Ja, was ist hier? Einfach das hier. Genau. Hallo, Bilton Repair. Hallo. Ah, das Glas ist da vorne auch komplett hin, ne? Ah, sagt nur, ich habe kein Display. War klar. So, Display. Ich vergaß. Wir müssen kurz an eine andere Stelle fahren, damit ich dann entsprechend da basteln kann. Okay. So, alle Räder müssten doch irgendwo sein als Gruppe. Ich glaube. So, wo haben wir denn hier? Break, 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 break. Ja. Wo ist es denn? Bin ich jetzt irgendwie blind? Ich möchte das nicht erlauben, ich möchte es nutzen. Speed Limit. Welches davon war es denn dann?
Probieren wir es aus. Okay, dann muss es das andere Symbol sein, wenn ich das da sehe. Passt aber eigentlich auch nicht. Okay, also doch, es sind nicht alle drin. Jark. Oh Mann, ey. Okay. Ja, so ist doch schon viel besser. Ah, und die 9. Dann können wir jetzt nämlich gucken, dass wir irgendwo das Build- and Repair-System mit rankriegen. Schwierig, würde ich sagen. Ja, dezent. Könnte es hier mit dran setzen? Das könnte. Ja, es würde auch passen. Oder eher außen. Außen wäre vielleicht die beste Variante. Ja, denke ich auch. Building Repair. Reichen zwei Stück erstmal? Boah, ich denke schon, oder? Ja, zwei Stück reichen erstmal. Genau. So, Build and Repair. Wieder die übliche Gruppe, ne? Darf man nicht vergessen. Anschalten. Flugmodus. Genau, und neutrale werden abgebaut. Und dann gib ihm. Fahren wir erstmal nach da unten. Das ist das, was am nächstgelegensten ist und am einfachsten zu erreichen ist an der Stelle. Sieht es auch ganz lustig aus. Wir können ja mal ganz kurz. Das wird nicht gut gehen. Was gleich Dong. Ja, das müssen wir. Wie ist das? Deshalb ich meinte, ich klatsche das jetzt schnell zusammen. Das mit dem Fahrzeug entsprechend, dass das wird noch verändert. Ja, finde ich dann aber echt seltsam. Also gut, das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Ich hätte halt wirklich gerne die Handbremse. Probieren wir es mal. Ah ja, okay, wunderbar. Achso, das ist wirklich nur das Erlauben der Handbremse. Denn. So, okay, gucken wir nochmal. So. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Nicht, auch nicht, auch nicht. Power haben wir. Strength Offset. Nein, das ist auch nicht. Friction. Speed Limit. Nein. Propulsion. Nein. Increased Steering. Nein. Ich sehe es nicht.
Ich sehe es beim besten Willen. Ich kann es sein, dass es, weil das hier andere sind. Oder ist es dann nur beim Einzelnen dabei? Nee. Eigenartig. Dann halt nicht. Dann machen wir das halt mit P, auch wenn P eigentlich immer verteufelt wird, aber dann müssen wir halt mit P arbeiten. Was? Scheiße. Eigentlich lassen sie einen ja in Ruhe, wenn man im Cockpit sitzt. Ich könnte ihn versuchen zu überfahren oder sowas. Aber ist ja auch nicht die feine Englische, oder? Nee, eigentlich nicht. Okay, ja, haben wir zusätzlich die dann auch gleich noch damit verbunden. Sehr schön. Ja, und dann fahren wir einfach. Ja, soll der ruhig ballern, das ist mir egal. Folgen wird er uns ja höchstwahrscheinlich nicht. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Okay. Da mussten wir aufpassen. Ach, das ist immer noch am Umschweben. Okay, oh, dann nehme ich den Teil auseinander, der den anderen. Fertig. Mein Inventar. Schon wieder so einer. Dezent nervig, würde ich sagen. Aber nur so ein bisschen. Ah, das sind so. Gott, was soll ich mit dem ganzen Eis? Okay. Ich gleich. Hat man davon? Ja, okay, mit der Flex auf jemand anders losgehen ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man tun sollte, ne? Aber gut. Leben und Tod und so und ne, keine andere Wahl. Okay, es sind viele, viele Reaktorkomponenten wieder und Uran, was wir bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel Uran haben wir denn? Wir können ja mal nachschauen. Uran. 178. Naja. Könnten wir schon so langsam auch an Wasserstoffantrieb nachdenken, ne? Also für unser Schiffchen da hinten.
Alles meins. Auch mir. Okay, ich denke, wir können zufrieden sein. Sieht es hiermit aus? Guck mal, da ist noch gar nichts drin. Ich glaube, das ist ganz okay. Ich lasse ihn das jetzt noch abbauen, weil wir sind ein bisschen drüber die Folgenlänge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.